Namibia, was ist los bei Anna Heiser, 32? Die Frau von Bauer Gerald Heiser, 37, zeigt sich auf Instagram von ihrer emotionalen Seite. Im November vergangenen Jahres machte die Geburt von Töchterchen Alina das Familienglück der Heisers perfekt. Seitdem muss sich Anna um zwei Kinder kümmern, was sich im Alltag stark bemerkbar macht. Auf Instagram verkündet die 32-Jährige ehrlich, wie überfordert sie sich gerade fühlt. Heute war wieder so ein Tag. Ein Tag, an dem ich als Mama an meine Grenzen gekommen bin, schreibt Anna unter ein schwarz-weiß Foto, auf dem sie sitzend beide Kinder in den Armen hält. Weil Sohn Leon, 2, sich gerade in seiner Trotzphase befindet und Baby Alina derzeit extrem anhänglich ist, ist der Alltag für die Zweifachmama zu einer echten Herausforderung geworden. Ich kam im Haus nicht voran und die Büroarbeit blieb auch auf der Strecke, beklagt sich die Auswanderin. An solchen Tagen sei die Frustration besonders groß. Am liebsten hätte ich mich versteckt und selber angefangen zu weinen. Aber ich weiß, dass solche Tage zum Elterndasein gehören und es ist okay. Anna Heiser offenbart auf Instagram, dass sie sich mit zwei Kindern überfordert fühlt. In solchen Zeiten sei es besonders wichtig, diese schweren Tage anzunehmen und sich nicht unter Druck zu setzen. Schließlich würde man als Mama doch für die ganze Arbeit irgendwie belohnt werden, wie Anna schreibt, denn so schwierig und frustrierend es an solchen Tagen zu sein scheint, reicht es in die Kinderaugen zu schauen, um zu wissen, was Liebe ist. Mit ihrem authentischen und emotionalen Beitrag berührt die Wahl-Namibierin vor allem ihre Follower, die voll hinter ihr stehen und ihr Mut zu sprechen. Du sagst, dass du nichts geschafft hast? Du bist aufgestanden, hast dich um die Kinder gekümmert. Hast sie gewickelt, gewaschen, gefüttert. Du hast viel geschafft heute. Lobt eine Person die Powerfrau. Wie sich der Alltag mit zwei Kindern anfühlt, bekommt Anna nun voll und ganz zu spüren. In einer Instagram-Fragerunde offenbarte die 32-Jährige einst, dass für sie die Familienplanung noch nicht gänzlich abgeschlossen sei. Ob sie ihre Meinung doch nochmal ändern wird? Wir werden sehen. Love was.